Hallo, ich bin's, die Pamela Schmidt. Neben mir mein Traumpferd, Mädchentraum, Friesenwallach Lazar. Er ist 14-jährig. Wie man deutlich sieht, nicht im Sporttyp stehen, sondern eher der barocke, stämmige. Man sieht die breite Brust, kurzer Rücken. Hab schon eine Mega-Sattel-OTC hinter mir, 9 Sättel mindestens. Ausgebildet ist das Pferd bis Klasse L. Sind auch erfolgreich in A-Dressur, auch Anfang in der L-Dressur sind wir erfolgreich platziert. Wir arbeiten schon an M-Lektionen. Über die ganze Sattelproblematik sind natürlich auch gesundheitliche Beeinträchtigungen gekommen, sekundäre Symptome wie leichte Knieentzündungen, verspannter Rücken, Rückenlahmheit. Und über meine Tierärztin habe ich dann meine jetzige Trainerin und Sportpferdetherapeutin kennengelernt, mit der ich jetzt schon fast knapp 2,5 bis 3 Jahre zusammenarbeite. Und die wird jetzt die ganze Problematik, dieses Sattelthema, schildern. Also Pam, ich übernehme jetzt, wie von dir bereits angekündigt, werde ich als Pferdesporttherapeutin die Sattellage bei diesem Friesen, wie Pam schon gesagt hat, im barocken Typ stehend, kurz transparent machen. Ich benutze dafür meine Kreide, wie immer. Und das geht dann folgendermaßen. Wir definieren erstmal die Schulterlage, Schulterblattlage hierüber. Wie die Besitzerin das auch schon vorhin erklärt hat, ist das Pferd durch eine ziemliche Odyssee gegangen. Und man merkt das in dem Bereich hier. Ja, hier merkt man schon, dass alte Auftreibungen am Schulterblatt Knorpel sind. Die kriegt man nicht mehr weg. Man muss nur wissen, dass die da sind und damit Rechnung halten. Das ist hier die Gurtlage. Wir werden noch nachher sehen, warum das so wichtig ist. Das ist dann eine Gurtlage, hat auch eine anatomische Vorgabe. Immer da, wo wir hier in die Brustmuskeln am Brustbein die tiefste Stelle haben, da fällt der Gurt immer hin. Da kann man nicht drum herum doktern. Hier haben wir den Trapezmuskel und bei diesem Typ Pferd kommt er ziemlich weit im Rücken rein, also Richtung Mitte Rückenlage. Das ist auch alles anatomisch korrekt. Dieses Pferd hat eine sehr massive Schulter, wenn man das in der Proportion mal anguckt. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir definieren den Rippenbogen und bei Lazar ist er hier. Ja, das ist da, wo die Rippen aus den Wirbel rauskommen, liegt er hier. So, das ist ungefähr die Linie, das kann man definieren über Palpation. Und dann haben wir den famosen Rücken von ihm. Der hat eine sehr breite Wirbelsäule, also er braucht sehr viel Wirbelsäulenfreiheit, wenn wir über Sättel nachdenken. Als letztes kommt dann die 18. Rippe. Anatomisch erfüllbar, also immer die letzte von hinten. Was man auch sehr gut sieht bei diesem barocken Typ von Friesen, das ist wirklich, heutzutage werden die sportlicher gezüchtet, haben dann auch eher einen geraden Rücken, also genau das Gegenteil davon. Hat auch seine Problematiken, aber bei ihm ist das jetzt mal so. Er kommt aus den Uraltlinien. Und das sieht man an diesem geschwungenen Rücken. Und von hinten konnte man sehr gut sehen, wie breit er ist. Ja, und das ist natürlich zum Besatteln ein Thema. Es ist kein Problem, es ist einfach nur etwas anspruchsvoll. Nachdem dieses Pferd auch sportlich geritten wird, im A- und L-Bereich und Richtung M jetzt mittlerweile gehen kann, wollten wir gucken, dass wir einen Sattel finden, der diese ganze Thematik unterstützt. Mit anderen Worten, der Sattel, die Sattelauswahl sollte so sein, dass der Sattel nicht lang ist im Kissen. Das Pferd hat auch eine schnell ansteigende Lendenwirbelsäule. Und was wir möchten ist, dass er, wenn er sich schon in die Gänge schmeißt, dass er wölbt durch bis da. Sieht man wunderbar. Und der Sattel dürfte
darüber nicht hinweg, definitiv nicht, weil sonst blockt er ihn hier im Lendenwirbelbereich und dann kommt er mit der Hinterhand unter den Schwerpunkt bzw. unter dem Reiter. Wie man auch bei diesem Pferd sehr gut sehen kann, sind alle diese Typen vom alten Schlag, sage ich jetzt mal, stehen immer alle so nach hinten so ein bisschen offen, nach hinten ausgestellt. Das ist typbedingt, rassebedingt, ist natürlich nichts Pathologisches, aber wenn man sie jetzt dann schon dressurmäßig gymnastizieren möchte, ist es von Vorteil, wenn sie dann die Möglichkeit haben, trotzdem mit der Hinterhand möglichst unter den Schwerpunkt zu kommen und dadurch dann den Reiter besser tragen können und der Reiter möglichst hier vorne im Pferd sitzt, insoweit das möglich ist. In dem Sinne haben wir dann geguckt, auch dass der flache Rücken, der breite flache Rücken, abgedeckt ist durch in Form von Sattelkissen oder mit Sattelkissen haben wir uns entschieden für ein Panelkissen, also ein Foamkissen, was genauso breit auf dem Pferd liegt, wie der Rücken breit ist. Das werden wir dann auch nachher demonstrieren anhand von zwei Beispielen. Was wir auch wollten, ist hier genügend Freiheit, dass wir hier keinen Druck auf die Trapezmuskulatur kriegen, die sich dann auch entwickeln können während der Gymnastizierung des Pferdes. Hier habe ich jetzt diesen Trail, das war die erste Wahl. Was wir auch haben, ist, dass die breiten Sattelkissen zwar sehr breit sind, aber nicht auf den Rippenbogen drücken. Was wir auch noch sehr gut sehen, ist, wenn wir von hinten schauen, das ist, dass die Winkelung der Kissen die Winkelung vom Pferderücken folgen und nicht scharf steil draufstehen. Was wir auch in diesem speziellen Fall sehr beachten wollten, ist, dass die Reiterin möglichst vorne im Pferd sitzt. Also wie man sieht, das ist hier schon mal sehr kritisch. Sie soll nicht in dem Bereich hier vom Ende vom Trapezmuskel platziert sein, sondern kurz danach, ganz punktuell in dem Bereich mit den Gesäßknochen. Nachdem diese Trail von der Konstruktion her 1:1 auf dem Pferderücken liegt, ist er natürlich für einen Reitersitz etwas breit. Also viele Reiter können damit nicht so gut umgehen, wenn man richtig breit sitzt. Das muss man auch mögen und können. In dem Fall war es uns wichtig, dass wir erstmal an dem Pferd denken, dass wir aus seiner Unterfunktionalität rauskriegen und ihm wieder gesund reiten und möglichst den Rücken so weit wie möglich gymnastisch wieder aufmachen konnten. Für Pam haben wir auch hier dieses Dressurblatt an diesem Trail. Diesen Sattel gibt es normalerweise mehr als Wanderreitsattel auch. Der hat ein kürzeres Blatt und für diese Zwecke haben wir die Version mit dem Dressurblatt. Sieht eleganter aus und liegt auch besser fürs Bein der Reiterin. Also knapp 2,5 Jahre war dieses Pferd unter diesem Sattel und wir haben ihm, nachdem dieser Sattel nicht stört, absolut nicht, konnten wir ihn aufbauen. Somit konnte Pam dann auch an Turnieren teilnehmen und da wollten wir dann mal schauen mit dem Sattel Brügge. Das ist eigentlich genau der gleiche, das gleiche System, die gleiche Philosophie, hat aber hier andere Porschen drauf, sieht etwas sportlicher aus in der Optik. Aber von der Platzierung der Reiterin ist es alles gleiche fürs Pferd, genauso, nicht störend. Und der Brügge hat einen Vorteil, der ist etwas schnittiger nach oben. Also für den Reitkomfort, man sitzt noch zentrierter, noch punktueller und etwas bequemer, nachdem der Brügge die Reiterin nicht so breit setzt. Jetzt habe ich den Brügge hergeholt. Auch hier sieht man, wie die Sattelkissen wieder die Winkelung vom Pferderücken übernehmen. Auch hier der Gurt sofort da liegt, wo er liegen müsste. Nachdem der Sattel hier im Stand drauf liegt, das ist eins. Wichtiger ist eben, wie der liegt, wenn das Pferd in der Bewegung, in der Anlehnung, in den Rücken aufmacht und in eine Wölbung reinkommt. Wie man dann schön sieht, wie der Sattel
insgesamt mitgenommen wird und getragen wird. Er kippelt nicht, er geht einfach mit dem Rücken und seiner Bewegung mit. Und das ist das Allerwichtigste. Ein Sattel kann gut liegen im Stand, aber wenn sie geritten werden, dann sieht man erst, ob es richtig passt. So, hier haben wir jetzt den Sattelbrügge auf dieses Pferd. Die gleiche Philosophie wie beim Trail, hat von Haus aus schon mal seine Dressurblätter, hat hier etwas stärkere Porschen, die aber sehr weich sind. Also sie schmiegen sie, sie führen den Oberschenkel und schmiegen sie da auch an. Was man hier auch sehr schön sehen kann, ist, dass der Brügge in seinem Konzept in der Sitzfläche schnittiger ist, also etwas schmäler für die Reiterin, für den Reiter. Jetzt auch hier sieht man, wenn ich das jetzt mal nachbilde, wenn das Pferd den Rücken aufmacht, in der Anlehnung geht, wie der Sattel schön in sich komplett mitgenommen wird. Hier drückt er nicht rein, hier kommt er schon aus dem Pferd raus. Der Schwerpunkt stimmt, die Mittigkeit stimmt und somit ist dieser Sattel fürs Pferd nicht störend und hilft auch, unterstützt die Reiterin im Bemühen, das Pferd schön zu gymnastizieren. Mit der Reiterin im Sattel kann man hier auch wunderbar sehen, wie die Lage dieser Porschen, dieses etwas schräg nach vorne im unteren Bereich, das der Oberschenkel der Reiterin begleitet und nicht stört. Auch wenn sie jetzt leicht traben würde, das Knie schließt sich mehr, sie bleibt immer in der Linie. Jetzt habe ich den Trail drauf und wie man sieht, Porschensituation ist deutlich anders als beim Brügge. Man könnte gegebenenfalls in diesem Sattel auch mit deutlich kürzeren Bügel reiten. Genau, ansonsten ist alles gesagt. Schon schön. Und tschüss.